Hallo an das Widder-Kollektiv. Ich grüße dich herzlich zu deiner Seelenbotschaft. Mein Name ist Jacqueline und wir schauen, was im März auf die Widder zukommt, was sich zeigt und ja, mit was du rechnen darfst. Du weißt, es ist eine kollektive Kartenlegung, also bitte alles auf deine persönlichen Themen umlegen. Und kurz vorab ein kleiner Hinweis, es gibt hier jetzt etwas Neues, falls du Interesse hast an einer privaten Kartenlegung, gibt es jetzt hier auch die Möglichkeit, ich hatte ja Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres die Jahreslegung angeboten, da siehst du Einblick in alle 12 Monate, die auf dich zukommen und das Hauptthema in diesem Jahr, das habe ich jetzt runtergenommen, das Jahr ist voll im Gange, dafür gibt es jetzt die Birthday-Legung, das heißt, von deinem Geburtstagsmonat, also wenn du jetzt zum Beispiel, du bist ja wieder im März Geburtstag hast oder im April, dann schaue ich von April diesen Jahres bis März nächsten Jahres oder Februar nächsten Jahres und ja, schaue in jeden einzelnen Monat rein und was dein Hauptthema ist für das kommende Lebensjahr für dich. Auch Infos zu weiteren allgemeinen privaten Kartenlegungen findest du natürlich auch unten. Heilsitzungen, Readings oder Healings. Schau gerne vorbei. Und ich würde sagen, wir schauen mal. Ich verbinde mich jetzt mit allen Widdergeborenen, Sonnenzeichen, Mondzeichen und Aszendent und dem Monat März. Und das Erste, was ich wahrnehme für die Widder, ist tatsächlich, ich hatte gerade das Gefühl von gähnen, also gähnen, dass ich gähnen muss. Ja, es ist so ein bisschen das Gefühl, vielleicht wie so eine Frühjahresmüdigkeit bekomme ich, okay. Ich sehe Gartenarbeit, ich sehe Vorbereiten, aber alles langsam. Also es ist wie so eine Entschleunigung. Vielleicht solltest du den März dazu nutzen, tatsächlich zu entschleunigen, in deine Kraft zu kommen, ruhig zu machen und Energie aufzutanken. Der Geburtstagsmonat ist natürlich generell immer etwas ganz Besonderes und da darf man den Fokus auf sich selbst legen und sich selbst Zeit schenken. Wir schauen mal, mit welcher Energie du hier vom Februar in den März kommst. Ui, jetzt wissen wir auch, warum du hier mit 5 der Stäbe, warum du hier ein bisschen müde und fertig bist. Schon wieder. Das ist ja unglaublich. Ich muss die ganze Zeit gehen. Boah. Ja, etwas hat dich ausgelaugt. Etwas war sehr anstrengend im Februar für dich. Ein Kampf, ein innerlicher Kampf, große Erwartungen, kurze Krankheit und Diebstahl. Wow, was war denn? Was war denn da los, lieber Widder? Was war da los? Ja, und mit dieser Energie kommst du ja auch rein. Du brauchst eine Auszeit. Vielleicht hast du dir sehr viel vorgenommen zu Beginn diesen Jahres und deine Erwartungen wurden null erfüllt, weil ganz viel dazwischen kam. Vielleicht auch Streitigkeiten, vielleicht auch Krankheit. Und das hat alles deinen ganzen Rhythmus durcheinander gebracht. Zeit wurde dir vielleicht gestohlen. Du hast das Gefühl, du kommst nicht hinterher. Es war alles sehr anstrengend, sehr mühselig, das bekomme ich. Und mit dieser Energie kommst du hier rein in den März. Wir schauen mal, was als nächstes im März auf dich zukommt. Ritter der Stäbe, grundsätzlich hier auch Stabenergie, alles Feuerenergie, deine Energie. Eine Person kommt mit Neuigkeiten zu dir galoppiert, feurige Neuigkeiten. Pass auf, dass du dich nicht verbrennst an diesen Neuigkeiten. Eine Person ist sehr entschlossen. Traurige Nachrichten,
zu hohen Ehren kommen. Und die Hauptperson, also dein Gegenüber. Ich habe sowieso von Anfang an das Gefühl gehabt, dass es dein Gegenüber sein könnte, der hier auf dich zukommt. Also ein Herzensmensch, dein Partner, dein Freund, dein Mann, wie auch immer. Falls du Single bist, ist es hier eine Person, die dir sehr am Herzen liegt. Die kommt auf dich zu, ist sehr, ich bekomme so eine forsche Energie, eine willensstarke Energie. Eine Energie der Veränderung. Etwas möchte diese Person verändern. Das könnte sein, dass dich das etwas traurig stimmt, dass du nicht damit gerechnet hast, was diese Person sagt, möchte oder vorhat. Und als würde tatsächlich, ich sehe es wie ein Turm zusammenbrechen. Wichtig ist hier, dennoch in deiner Kraft zu bleiben und darum auch so wichtig, im März wirklich langsam zu machen. Gönne dir immer mehr Erholungsphasen. Das muss jetzt hier nichts Großes sein tatsächlich, aber für viele kann es doch ein sehr bedeutendes Thema sein. Diese Person hat zumindest einen Plan, eine Vorstellung und kommt damit auf dich zu. Was ist das Hauptthema der lieben Widder? Was ist das Hauptthema der lieben Widder für den März? Neun der Stäbe. Wow, wir haben bisher nur Stabenergie. Das ist interessant. Es ist deine Energie. Es ist eigentlich ganz gut. Es ist die Feuerenergie. Deswegen ist es wichtig, dass du nicht zu viel Feuerenergie hast, dass du nicht überladen bist mit deiner eigenen Energie, weil von außen schon sehr viel Feuer kommt. Eine Veränderung, ein Todesfall, Gefängnis, das sind schwere Karten, also das sind wirklich große Karten. Ich habe das Gefühl, im März könnte ein großes Thema auf dich zukommen. Die Neun der Stäbe, dein Hauptthema ist, vielleicht holt dich die Vergangenheit ein bisschen ein oder Themen der Vergangenheit. Etwas, wo du gedacht hättest, du bist drumherum gekommen oder du hast vielleicht geschafft, es irgendwie diese Lernaufgabe zu meistern. Für viele kann es sein, dass es sich herausstellt, dass es nicht so ist, dass du nochmal eine Runde drehen musst oder dass du dich nochmal beweisen musst. Es wird eine Veränderung auf dich zukommen. Etwas musst du hier loslassen. Im März musst du etwas loslassen und für viele wird das sein, die Angst vor der Veränderung. Du musst die Angst vor der Veränderung loslassen. Es wird sich etwas verändern. Gefühlt möchtest du aus deiner Komfortzone nicht raus. Du wirst aber rausgeschoben. Es kommt auf dich zu, egal in welchem Bereich, für jeden unterschiedlich. Also darfst du wirklich die Angst vor der Veränderung beerdigen. Blockiere dich nicht selbst. Halte dich nicht selbst fest oder gefangen. Ganz wichtig. Deine Gefühle und gleichzeitig auch schon der Hinweis oder eine Botschaft für dich. Für die Widder, ja, Gerechtigkeit, alles kommt zu einem Ausgleich. Große Arkana, unterer Kartenrand, drei der Münzen. Alles kommt zu einem Ausgleich. Wenn du das Gefühl hast, in einer Situation nicht gerecht gehandelt zu haben, kannst du selbst in der Lage sein, das wieder gerade zu biegen. Ja, es geht um deine Person. Vielleicht fühlst du dich ungerecht behandelt, vielleicht hat es bei dir mit der Arbeit zu tun oder aber das, worum es geht, fühlt sich wie Arbeit für dich an. Und es kann gut sein, dass du das Gefühl hast, flüchten zu wollen. Denke immer wieder daran, egal wohin du gehst, alles wird dich einholen. Die Gerechtigkeit kennt keine Zeit oder Raum. Alles wird sich fügen. Also, vielleicht solltest du im März auch
die Chance ergreifen, alte Dinge zu klären, vieles wieder gerade zu rücken, alles ins Gleichgewicht zu bringen. Wenn du das ganze Zeit schon das Gefühl hast oder du trägst etwas mit dir rum wie eine Entschuldigung oder ein Versprechen, was du nie eingelöst hast, dann stell dich diesen Themen und bereinige das. Was ist die Botschaft vom Universum für die Widdergeborenen? Ja. Ungebunden, loslassen von Seelenmustern, Verträgen und vergangenen Leben. Also diese Karte erklärt die ganze Legung. Ganz, ganz wichtig. Also hier musst du etwas loslassen. Hier musst du etwas loslassen. Vielleicht bist du einem Vertrag nicht gerecht geworden, einem Seelenvertrag. Vielleicht hast du etwas nicht geschafft umzusetzen. Oder es hängt mit alten Themen zusammen, wo Wiedergutmachung angesagt ist. Beschäftige dich damit. Nutze die Zeit für dich, für das Loslassen, energetisch oder vielleicht auch praktisch. Aber hier darfst du definitiv gewisse Themen ansehen. Und liebe Widder, ich wünsche dir dafür ganz, ganz viel Kraft und Stärke und vor allen Dingen Mut zum Loslassen. Alles Liebe für dich und bis ganz, ganz bald.